Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute soll es mal wieder um das Flussbiotop-Aquarium gehen mit den Rhinogobius sui, den Flammengrundeln. Für die, die heute das erste Mal einschalten, ich habe mir eine kleine Gruppe von diesen Tieren geholt, 6 Stück zu Beginn, und habe für die Tiere ein Biotop-Aquarium eingerichtet. Dabei habe ich mich jetzt komplett streng an Biotop-Richtlinien gehalten, weil die Pflanzen jetzt nicht aus China kommen, aber sowohl Steine als auch Holz und Einrichtungen sind dem Biotop der Tiere nachempfunden. Dabei handelt es sich um relativ schnell fließende kleine Bergbäche, also mit relativ kühlen Temperaturen, so 18 bis 22 Grad sind die meisten in der Literatur angegeben. Und das, was für mich besonders sind, sind halt die Wasserparameter. Wir sprechen hier von einem Leitwert von nahe Null, also ich bin in der Regel so zwischen 15 und 20, was wirklich nicht viel ist. Dazu ein relativ saures Milieu, also unter 7, deutlich unter 7, meistens so 6,5, und wenn ich Huminstoffe reingegeben habe, auch mal Richtung 6. Und das kommt dem Biotop der Tiere sehr, sehr nahe. Ja, und mein Ziel dabei ist es, oder war es, die Tiere nachzuzüchten. Ich habe die jetzt im Handel erst zweimal gesehen. Ich glaube, die Zoobox hat aktuell noch ein paar Tiere von denen und man kriegt sie auch bei einer anderen Stelle im Internet. Aber so bei meinem lokalen Händler oder ähnliches habe ich sie noch gar nicht gesehen und ich finde es extrem schade. Sind nämlich wirklich tolle Tiere, tolle Farben, zeigen tolles Verhalten im Becken und mir macht es wirklich jeden Tag Spaß, in das Becken reinzugucken. Und deshalb ist es mir ein Herzenswunsch, diese Tiere einmal nachzuzüchten. Ja, ich habe jetzt viel über die Wasserparameter geredet und habe versucht, mich auch streng daran zu halten, beziehungsweise Parameter einzustellen, nach denen diese Tiere dann in Laich- oder Balzstimmung kommen. Und das hat auch natürlich einige Probleme mit sich gebracht. Ja, ihr seht es jetzt gleich im Bild. Und zwar habe ich dann massiv Cyanobakterien und auch Grünalgenbelege im Becken festgestellt. Das hängt zum einen damit zusammen, dass ich eine relativ schwache Bepflanzung im Becken habe, was aber natürlich dem Biotop der Tiere auch sehr nahe kommt. Zum anderen habe ich Soll mit hinten ins Becken eingebracht und habe eine verhältnismäßig starke Beleuchtung für so ein kleines Becken. Ich bin dann hingegangen und habe die Beleuchtungsdauer auch reduziert auf 6 Stunden, hat auch nichts geholfen. Habe versucht, ihr seht jetzt auch hinten im Bild mit Limnophilia, die habe ich anschließend noch ins Becken eingebracht, dagegen zu wirken. Aber ihr seht, die Pflanzen wurden komplett überwuchert. Und es war eigentlich nicht mehr richtig gegen anzukommen. Ist natürlich nicht das erste Mal, dass ich vor solche Herausforderungen gestellt wäre und ich wollte euch jetzt gerne mal dabei mitnehmen, wie man dagegen vorgehen kann, wie man so ein Becken wieder schön hinkriegt und nachher wieder ein zufriedenstellendes Ergebnis hat, wie ich zumindest finde. Ja, zu Beginn erstmal die manuelle Entfernung der Belege. Ich habe jetzt hier einfach eine Mullenblocke genommen und konnte damit wirklich punktuell auf den Blättern die Cyanobakterien absaugen. Eine andere Möglichkeit wäre noch Easy Carbo zu benutzen, habe ich jetzt hier nicht gemacht, wusste auch nicht, ob das so stark dann die Wasserparameter verändern würde und mir war es wirklich ganz, ganz wichtig, dass die Wasserparameter erhalten bleiben, weil die Tiere in den letzten Wochen ein tolles Balzverhalten an den Tag gelegt haben und ich das auf gar keinen Fall riskieren wollte. Ist für mich auch wirklich schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich schon immer den Anspruch habe, auch schön eingerichtete Becken zu pflegen, die in einem optisch ansprechenden Zustand sind, sprich wenig Algenbelege, gute Einrichtung, viel Pflanzen, dass ich auch Spaß habe reinzugucken. Da musste ich mich hier tatsächlich oft zusammenreißen. Wichtig ist, man muss sich das immer wieder sagen, es sind wirklich nur die Wasserparameter entscheidend für die Tiere, dabei geht es denen gut und da muss man dann auch über seinen eigenen Schatten springen und dann halt damit leben, dass das Becken auch mal so aussieht, wenn man ein paar Tage nicht sauber gemacht hat. Ansonsten ist die Pflege des Beckens nämlich relativ simpel, man muss ab und zu mal Mulm absaugen und ich habe dann regelmäßige Wasserwechsel gemacht, um die Tiere in Laichstimmung oder in Balzstimmung zu versetzen. Ja, neben den Cyanobakterien habe ich jetzt auf der Wurzel hier auch noch Moos gehabt, da haben sich auch extrem viele Grünalgen gebildet, deshalb bin ich auch hingegangen und habe das Moos großflächig abgesaugt, dass ich wirklich dann manuell fast alles an sichtbaren Algen und Cyanobelegen entfernt habe. Als weitere Herausforderung kam hinzu, dass ich im hinteren Bereich des Beckens fast nur feinfiedrige Pflanzen verwendet habe, was natürlich bei Grünalgen und Cyanobakterien relativ schwierig ist. Da hat das Absaugen nicht so einfach funktioniert, dass ich wirklich hingegangen bin und habe großflächig alle Pflanzenteile, die befallen sind, oder was heißt befallen, die mit Algen überwuchert waren oder mit Cyanus bedeckt waren, abgeschnitten. Das ist bei den Limnophilia jetzt auch nicht so ein Riesenproblem, weil die relativ starken Wuchs hat und das relativ schnell auch wieder nachwächst. Ja, die Gefahr ist natürlich dabei, weil die Pflanzenmasse jetzt natürlich auch reduziert wird, dass danach wieder massive Algenprobleme kommen. Um dem entgegenzuwirken, habe ich einen weiteren kleinen Filter eingebracht. So einen kleinen Schwammfilter, betrieben durch einen Luftheber. Und das hat wirklich auch nochmal sehr, sehr stark geholfen, das Becken mit Sauerstoff zu durchströmen und hat tatsächlich auch das Becken mit stabilisiert.
Zusätzlich bin ich hingegangen nach dieser Reinigungsaktion und habe eine kleine Dunkelphase eingelegt. Dabei ging es darum, einfach mal 2-3 Tage das Licht komplett auszulassen, was dazu führen sollte, dass die Grünalgenbelege massiv reduziert werden sollten. Und ihr seht jetzt auch im Bild, was mir dabei aufgefallen ist, die Tiere sehen im Dunkeln tatsächlich wirklich spektakulär aus, wie ich finde. Ich hatte jetzt aus dem Hintergrund, aus dem Rücken noch ein bisschen Licht durchs Fenster reinschimmern und ich finde gerade die Männchen mit den Floschenspitzen, das geht jetzt in ein richtiges Schimmern, bläulich, weißlich. Die Tiere zeigen wirklich ganz, ganz, ganz tolle Farben, das mir tatsächlich das erste Mal aufgefallen ist in dieser Dunkelphase. Ihr seht es jetzt auch hier im Bild, die Tiere sind schön am Balzen, im vorderen Bereich das Weibchen, was deutlich kräftiger, größer und korpulenter ist und im hinteren Bereich das Männchen, das wirklich eine tolle, prächtige Färbung zeigt und um das Weibchen wirbt. Um jetzt nochmal zum Thema Algen zurückzukommen, ich habe das dann nach den 2-3 Tagen nochmal wiederholt mit Wasserwechseln und Mulmabsaugen und die Cyanobakterien sind tatsächlich auch komplett verschwunden, man sieht es jetzt auch im Bild, aber die Algenprobleme habe ich bis heute nicht in den Griff bekommen. Eine Möglichkeit wäre es natürlich, richtig stark den Hintergrund zu bepflanzen, aber ich wollte eigentlich an der kompletten Beckeneinrichtung, Strukturierung und dann auch an den Wasserwerten nichts verändern, weil es den Tieren von Tag zu Tag eigentlich sehr, sehr gut damit ging und ich nach einigen Wochen dann auch richtig tolles Balzverhalten und auch andere Farben bei den Tieren festgestellt habe. Ihr seht jetzt hier in der rechten hinteren Ecke des Beckens ein weiteres Pärchen, im Vordergrund das Männchen und im Hintergrund das Weibchen. Und es war dann tatsächlich auch so, dass ich, egal wo ich hingeguckt habe, egal zu welcher Tageszeit, ich habe überall nur Balz- und Imponiergehabe gesehen. Die Gruppe sind mittlerweile leider nur noch 5 Tiere, 3 Männchen und 2 Weibchen, scheinen sehr, sehr gut miteinander zu harmonieren, dass ich da auf gar keinen Fall irgendwie etwas Störendes einbringen wollte. Die Männchen konkurrieren, jeder hat so sein kleines eigenes Revier im Becken sich eingerichtet, das eine Männchen weiter vorne links, das zweite Männchen in der Mitte und hier rechts das dritte Männchen und die 2 Weibchen, die pendeln dann zwischen den Revieren der Männchen hin und her. Dazu noch hinten ein einzelner Flossensauger, den ich auch noch aus dem Altbesatz mit ins Becken reingegeben habe. Und ja, ihr seht jetzt hier eins der Männchen, tolle Färbung liegt es an Tag und zeigt jetzt seine Farbe in voller Pracht. Ja, das Fazit ist auf jeden Fall, oder ich habe es auf jeden Fall daraus gelernt und möchte euch auch gern teilhaben lassen, ist, dass man ab und zu tatsächlich über seinen Schatten springen muss. Ich persönlich muss mich immer wieder zusammenreißen, weil wenn ich jetzt auch diese Bilder hier sehe mit den Grünalgenbelegen, ich finde es wirklich nicht schön und ich gucke dann auch nicht so gerne rein ins Becken, weil es mich wirklich stört. Aber die Wasserparameter sind sehr, sehr gut für die Tiere, sind extrem stabil, ihr seht es jetzt auch an der Färbung der Tiere und man merkt es tatsächlich auch am Verhalten. Die Tiere haben dann angefangen, wirklich die Höhlen zu beziehen, jedes Männchen hatte seinen eigenen Platz, hat seine eigene Höhle sich gesucht und das Verhalten wurde von Tag zu Tag spannender, weil wirklich so ein Balz- und Paarungsverhalten von den Grundeln wirklich toll ist und faszinierend ist. Ja, die Farben wurden auch immer kräftiger und ich kann euch jetzt im Nachhinein sagen, ich bin gerade dran, aber die Zucht scheint zu gelingen und es wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen oder Monaten einen Zuchtbericht zu diesen Tieren geben. Ich weiß noch nicht genau, wann der rauskommen wird, weil ich auch gerne möchte, dass die Tiere dann in einer adäquaten Größe sind, dass man sie abgeben kann in Handel oder verkaufen kann oder auch zumindest sagen kann, dass die Tiere durchgekommen sind. Zum Schluss wollte ich euch dann gerne noch mit ein paar richtig tollen Bildern dieser Tiere allein lassen, weil ich finde, wenn sie wirklich jetzt in der Balzstimmung, der Laichstimmung sind, zeigt sich gerade bei den Männchen diese tolle Färbung der Tiere und ich hoffe, ich kann euch auch für diese tollen Tiere begeistern. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst. Abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, um auf dem Laufenden gehalten zu werden und keine weiteren Videos zu verpassen, wie zum Beispiel der Zuchtbericht, der zeitnah folgen wird. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.